Ein herzliches Willkommen zu dem Spiel Kingdom Come Deliverance. Ich werde hier den zweiten Spielstand nehmen und wir hören uns gleich. Bis gleich. Ach, das wird nicht vorgelesen. Unter der Herrschaft des seines verblichenen Kaisers Karl IV. Aufgeblüht war eine Zeit des Aufruhrs. Karls Sohn Wenzel der Faule, okay, König Wenzels Untätigkeit brachte ihn den Unwillen vieler Adlige ein und den seines Halbbruders. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Sieht schon mal sehr, sehr, sehr schön aus. Uns erstmal das ganze Dörfchen, nehme ich an. Eine Mine haben sie auch. Hart am Arbeiten. Sehr farbige Ritter. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ladebildschirm. Langer Ladebildschirm. Wie siehst du denn aus?
Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. Also mit der Maus kann ich hier nichts... Ah, Mausrad. Wir hielten uns in der Schenke. Redekunst. Ich war beim Regen. Agilität. Ich war bei Bianca. Vitalität. Ich arbeite in der Schmiede. Stärke. So, am Anfang wissen wir, so weiß ich noch nicht, welche Fähigkeiten jetzt gut für meinen Spielstil wären. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich spielen will. Ich würde, wenn es geht, gehe ich immer so ein bisschen auf Bogen, weil ich Skyrim zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mit Bogen gespielt habe. Jetzt weiß ich halt nicht, wie ähnlich dieses Spiel Skyrim ist. Vitalität, also Stärke ist wahrscheinlich so Schwert, Schild vielleicht. Vitalität ist wahrscheinlich Leben, jetzt einfach nur von anderen Spielen abgeleitet. Agilität ist so Beweglichkeit, dass man halt irgendwie ausweichen kann oder sonst was. Gut, das ist für Schild jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht kann man auch schleichen, das weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen... Ah, das ist schwierig. Redekunst ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man irgendwelche Leute überreden kann oder so. Ich nehme erstmal Agilität. Ich ging zum Reigen. Reigen? Mit Bianca. Ah, deswegen bist du müde. Aber du hast heute noch zu tun. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. So, wieso sollte ich mich für Schwertkämpfer begeistern? Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Agilität. Ich war bei Bianca. Vitalität. Und wenn schon, Stärke. Nochmal Agilität. Mehr aushalten ist auch nicht schlecht, ne? Eigentlich würde ich gerne das hier jetzt nehmen, aber da ich das erste Mal... Hatte ich das erste Mal jetzt Agilität genommen? Ach, ich bin so blöd. Oder hatte ich Redekunst genommen? Ich nehme Vitalität. Nee, ich nehme Redekunst. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein. Aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Geh zu deinem Vater. Aufgabe begonnen. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Das klingt auch wie so ein kleines Kind. Ich habe Hunger. Gib mir was zu essen. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Komm, wir fragen erstmal, ob sie Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht. Sie sind keine Saufbolde. Ich will nicht darüber reden. Das Problem ist, wir kennen die Leute halt noch nicht. Und ich möchte ungern lügen, wenn ich es vermeiden kann. ich will nicht darüber reden. Ach, lass gut sein, Mutter. Ich will nicht darüber reden. Nicht schon wieder. Lass gut sein, Mutter. Hey, das habe ich gar nicht gewählt. Das war die erste Antwort. Lass gut sein, Mutter. Okay, ich habe Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß.
Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Gut, das wäre alles gewesen. Dann machen wir mal Gespräch beenden. Du hast entdeckt, Skullitz. Das ist, glaube ich, das Örtchen hier, ne? Die Empfindlichkeit ist sehr hoch. Ich versuche, mich ein bisschen langsamer zu bewegen. Wenn du etwas essen willst, musst du den entsprechenden Gegenstand nehmen. Wähle im Tab Nahrung des Inventars aus, was du essen möchtest und halte E gedrückt. I Inventar. Aufheben. E. Ah, okay. Hinsetzen. Okay, okay. Schön, schön. So, nehmen wir noch einen gesunden Apfel. Oh, das kann ich nicht, wenn ich... Okay. Während dem Sitzen kann man nichts aufheben. Dann stehen wir wieder auf. Ja, sehr schön. Ich will da hingucken. Ich möchte noch einen gesunden Apfel, bitte. Oh. Was ist das? Linsensuppe. Nehmen wir mit. Ist das gemein, wenn ich alles hier mitnehme? Egal, wir werden das brauchen. Hoffe ich, denke ich. So. Ja, die drei Äpfel da. Aber diese Taschen, kann man die mitnehmen? Nee. Okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Käse. Passt perfekt zu meinem Apfel und zu meinem Brot. Hier kann man nichts. Kann man was anderes aufnehmen? Öffnen. Oh. Nägel für Theresa. Ist das gemein, wenn ich das mitnehme? Oder ist das nicht gemein? Ist das böse? Ist das Clown oder so? Alles nehmen. Hat niemand gesehen. Nehmen Sie jetzt einfach mal mit. Weil ich weiß halt nicht, ob wir das noch benötigen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht irgendwie geklaut ist oder sowas. Öffnen. Oh, schön. Oh. Soll ich hier... Also... Kannst du mir nur nicht erzählen, dass ich hier alles Essen mitnehmen kann, oder? Ist das denn nicht so... Ich meine, den ganzen Vorrat und alles? Oh, 15 Äpfel? Wow. Oh, der Sack ist leer, oder? Ist das animiert? So, was hier? Karotten? Nehmen. Alle nehmen. Ach komm, das muss Klauen sein. Ich nehme hier den ganzen Vorrat mit. Ich nehme jetzt nichts mehr mit. Vielleicht können wir ja später noch darauf zugreifen. Und jetzt möchte ich das mal testen. Nahrung. Möchte ich mal einen gesunden Apfel zum Frühstück essen? Sehe ich überhaupt, ob ich Hunger habe oder sowas? Habe ich eine Hungerleiste? Unten rechts neben dem rot-gelb-weißen Balken da. Ist das Hunger? Werden wir gleich sehen. Drauf und eh essen. Hungerzeichen immer noch da. Gelbe Ecke. Mal gucken, ob da noch was weggeht. Nö, ne? Hä? Muss ich vielleicht... Anzahl, Gesundheit, Zustand, Gewicht. Oh. 99? Das verdirbt also. Okay. Okay, deswegen lohnt auch nicht gar nicht so viel mitzunehmen, wenn das ja verdirbt. Ich werde mal ein Brötchen essen. Und einen Käse. Ah, jetzt ist das Hungerzeichen weg. Alles klar. Dann gehen wir mal raus. So. Auf dem Kompass siehst du, wohin du in der aktuellen Quest gelangen musst. Begib dich einfach zum aktiven Wegpunkt der Aufgabe. Geh zu deinem Vater. Oh, die Mutter ist gerade reinigen.
Okay. Okay, gut. Schön. Schön, dass sie da ihre Aufgabe und ihre Wege hat, dass sie da wirklich auch weitermacht und nicht nur die ganze Zeit irgendwo rumsitzt oder so. Ah, siehst du, hier hätte ich auch essen können. Aus dem Topf essen. Nee, warte. Hinzufügen will ich nichts. Aus dem Topf essen. Lecker, 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 lecker. So, was haben wir hier noch? Was kann ich hier... Ah, wenn du dich wohin schleichen willst, sorge dafür, dass dich niemand sieht und hört. Ob du gesehen wirst, hängt vom Licht und deiner Kleidung ab. Ob du gehört wirst, hängt von der Oberfläche ab, auf der du dich fortbewegst, und von deiner Kleidung. Mhm. Mit C kann man übrigens in die Hocke gehen. Lohnt sich das hier rumzugucken? Okay, Shift rennen, wie bei den meisten Spielen. Wow, echt schön. Echt schön. Sieht aber nicht aus, als hätten wir hier irgendwas. Okay, der Wasser macht das... Der Wasser. Das Wasser macht auch Lärm. Nicht. Ach, Schafe. Okay, kann man hier irgendwie Früchte sammeln? Nee. Durchgehen kann man auch nicht, weil ich bin zu dick. Was ist hier? Hühnerstall. Ohne Hühner. Kleidung. Kann ich nicht wechseln? Schleifstein. Ich habe einen Schleifstein entdeckt. Wo habe ich denn den Schleifstein entdeckt? Das ist doch kein Schleifstein. Hier ist mein Vater wahrscheinlich. Da ist der Schleifstein. Aber wie kann ich den von da hinten entdeckt haben? Gerade mal kurz gucken. Ich kann... Ah. Ah, oh. Löwenzahn. Mhm. Kamille. Gucke ich auch mal gleich im Inventar. Ist das unter Nahrung sonstiges? Okay, das verdirbt alles, ne? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Fallen lassen. Info. Tabs durchschalten. Subtabs. Zeit überspringen. Schließen. Inventar. Spieler. Mhm. Hauptstufe. Da war ja vorhin was, dass ich eine Stufe aufgestiegen bin. Aha, aha. Agilität, Redekunst, genau. Vitalität wäre auch nicht schlecht, ne? Kann ich das irgendwie... Hab ich? Hä? Kann ich überall was reinhauen? Also hier kann ich jetzt nicht mehr, kann ich nur rausnehmen. Hauptstufe. Da überhaupt jetzt irgendwas? Kampf. Warum kann ich hier vorne draufklicken? Verteidigung, Axt, Schwert, Streitkolben. Bogen kann ich noch gar nicht machen, oder? So ganz sehe ich noch nicht durch, Entschuldigung. Fertigkeiten. Oh, ho, ho. Alchemie. Heimlichkeit. Oh, Hundeflüsterer. Schön. Jagen, Kräuterkunde, Lesen, Reiten, Reparieren, Schlösser knacken, Taschendiebstahl, oh, Trinkfestigkeit, oh, das, da kann man ja richtig viel. Buffs, Ruf. Was heißt das jetzt? Warum hat das immer so ein Plus? Davor frage ich mich. Will da nicht draufdrücken, dass ich nicht irgendwelche Skillpunkte verteile? Obwohl, heißt das nur, dass ich das so nicht angeguckt habe.
Ah, okay. Sind das einfach nur... Ach, das sind Unterkategorien. Wenn man draufdrückt, dann öffnet sich sowas. Okay. Kann man mal gucken. Asket, das Leben ist hart, der Duft ist... Oh Gott. Nachtschwärmer, Speer 1 aufgedreht, Kreischluft. Ob uns das noch erklärt wird? Ich hoffe schon. Kampf. Ja, das sind Gefährten. Kann ich nicht. Gut. Was? Unerwarteter Besuch. Endlich war das Wetter frühlingshaft geworden. Ich schlief dennoch lang, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Ich muss zu Vater. Immerhin habe ich ihm gestern versprochen, heute bei der Arbeit zu helfen. Ein Söldner, der kürzlich im Skalitz aufgetaucht ist, unterweist mich im Schwertkampf. Ah, hat doch gelogen. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich mir jedoch einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir wieder beim Wirtshaus verabredet. Er hat sie also doch angelogen? Okay, okay, wir haben ja auch schon zwei Aufgaben. Das ist auch die Hauptaufgabe. Aktivitäten. Bin ich das? Soll ich das? Soll das mich darstellen? Ja, soll mich, glaube ich, darstellen. Das sieht irgendwie voll süß aus. Kodex. Oh, da könnte man ja richtig durchlesen alles. Beleidigung. Armeen. Ausländer, Begrüßungsform. Steht da was, was ich wissen muss, oder ist es nur zusätzliche Story? Der Kern des mittelalterlichen Hauses und der Mikt von Diele, wohnbarliches Grundstück. Ich glaube, das ist einfach nur Zusatzwissen, oder? Wenn man halt so Bock hat auf Story und sowas. Wenn wir später nochmal reingucken. Ui, ui, ui. Toiletten. Okay. Ereignisse, die goldene Zeit Karls IV. Eroberung Kuttenbergs. Soziales. Adelige Amtsträger. Gerber im Karei, Landbevölkerung Schäfer. Papst Wenzel IV. Tutorials, Abnutzung und Reparatur. Oh Gott, das ist ja richtig umfangreich, das Spiel. Abnutzung und Reparatur. Gut, ich denke mal, das werden wir alles... Also, wenn wir was nachlesen müssen, wenn ich was nachlesen muss, dann weiß ich jetzt in etwa wo. Aber ich werde jetzt erstmal weitermachen. Und dann, wenn ich was wissen muss, gucke ich nach. Oder wenn ich Bock habe, lese ich mal was nach. Aber ich werde jetzt erstmal hier... Ui, ich bin überwältigt, wie umfangreich das ist. Hier gibt es noch was. Runterladbare Inhalte. Speichern und beenden. Speichern kann man nicht. Doch, kann man hier. Es kostet einen Retterschnaps. Aha. Okay. Vieles zu lernen. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oh, noch mehr. Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Aha, Kleider machen Leute. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle. Aber auch andere Aspekte, wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Aha, aha. Okay. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen.
Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handeln und Falschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach deinen höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was du sagen wirst. Okay, okay. Nächste Seite. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Ein 10-Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein. Und ebenso schwer ist es, einen Adeligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fertigkeiten mit denen seines Gegenübers verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fertigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fähigkeiten sehen. Fertigkeiten. Die Fertigkeiten deines Gegenübers sind für dich nur sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung Empathie. Dein Geld, der Betrag, den du zahlen musst. Okay. Es geht nicht nur um Werte. Der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Also wenn man seine Tage hat, dann hat man Pech gehabt oder was. Naja, gut, ich spiele ja einen Mann. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlers beim Verhandeln nicht gewachsen? Könntest du ihn erst leicht vergiften? Ich bin sprachlos, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Redekunst, Charisma, Stärke. Die Höhe deines Rufs bei deinem Gegenüber. Oh, okay. Ich trinke mal ganz kurz was. Okay, zum Schließen S gedrückt halten. Oh, das ist viel, viel, was man... Da unten links haben wir jetzt die Anzeige. Papa ist happy oder mittelhappy mit uns. Ich musste etwas erledigen. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Ah, das ist gemeint. Beim Herz hätten wir jetzt zwar den höchsten Wert... Also quasi die höchste Chance, aber wenn man liest, was man sagen würde, verzeih, ich wollte mich etwas umsehen, so, er hat zwar gerufen, aber ich laufe dann herum und lalalala, oh, ein Eichhörnchen, naja, habe ich ja gemacht, aber musste der Papa ja nicht wissen. Deswegen würde ich jetzt, ich musste etwas erledigen machen, weil das klingt so, als hätte ich etwas Wichtiges machen müssen, zum Beispiel meine Mama helfen oder... Und das dritte würde ich schon gar nicht nehmen. Ich nehme das. Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Ja, ich habe ein... Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog. Zur besseren Übersicht werden sie auch auf der Karte sowie auf dem Kompass ganz oben auf dem Bildschirm angezeigt. Questlog J. Karte M. Das ist gut, weil ich habe ein Hirn wie ein Sieb
Und ich glaube nicht, also das haben wir vorhin schon gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich mir das einfach so behalten könnte. Jetzt haben wir schon einiges zu tun. Begib dich zum Schwertkampftraining, kauf einen Sack Kohle auf dem Markt, treibe Kuneshs Schulden ein, hol die Papierstange in der Burg. Oh, die Musik ist voll fröhlich im Hintergrund. Schön. Kauf Bier im Wirtshaus.